Der Hans-Dietrich-Genscher-Preis wird seit 20 Jahren von der Johanniter-Unfallhilfe verliehen. Alle 2 Jahre werden Menschen ausgezeichnet, die sich in der Notfallrettung besonders verdient gemacht haben. Dieses Jahr wurde der Preis im Rahmen der Interschutz verliehen. Laudator Dr. Oskar Prinz von Preußen überreichte den Preis an die beiden Polizisten Rico Berger und Axel Vogt, die in die eiskalte Neiße sprangen, um 2 flüchtende Einbrecher zu retten. Einen der beiden zogen sie heraus, der andere verweigerte die Hilfe. Trotz dieser selbstlosen Rettungsaktion wurden die beiden Polizeibeamten von der Ehrung überrascht. Also wir haben nicht mit gerechnet. Wir wussten zwar, dass wir vorgeschlagen worden sind von unserem Kollegen Herrn Böhmer, aber dass wir den kriegen. Neben dem Hans-Dietrich-Genscher-Preis wurde auch der Johanniter-Juniorenpreis verliehen. Ausgezeichnet wurde der 17-jährige Jordan Rast, der im letzten Jahr eine gekenterte Kajakfahrerin aus dem Rhein rettete. Warum sich gerade die diesjährigen Preisträger gegen die anderen Nominierten durchsetzen konnten, erklärt der Präsident der Johanniter-Unfallhilfe, Dr. Arnold von Rümker. Das ist natürlich eine sehr individuelle Entscheidung, dann, was man als Jurymitglied vorschlägt. Aber das Gemeinsame und das Besondere ist, dass hier sich Laien, Jugendliche, aber auch in diesem Fall die Polizisten, Polizisten wollten ihn ja, die Verbrecher ja eigentlich festnehmen, aber sie wurden zu Rettern. Und dass man eben spontan, ohne lange nachzudenken, rettet und auch sein eigenes Leben riskiert, das zeichnen wir aus. Zum Abschluss gab es eine Überraschungsauszeichnung für den 6-jährigen Finn Scheuring, der ein gleichaltriges Mädchen aus dem Dorfsee rettete. Zusammen mit Rettungshund und Interschutzmaskottchen Timmy ließen sich die Preisträger feiern.